25 Hunde gibt es hier im Tierheim und da wollen wir uns natürlich mal noch ein paar andere anschauen. Genau. Ready? Gehen wir mal los. Also das sind schöne, große Ausläufe für die 25 Hunde. Also da kann man sich schon ein bisschen austoben. Ne? Manchmal, das stimmt. Ist ja der Platz nicht da. Und da werden wir mal sehen, ach, der guckt uns so treu an. Was ist das? Das ist der Kürbis, den wird man auch gerne näher vorstellen. Dann zeig uns den doch mal, wie hieß der? Kürbis. Kürbis? Du hast ja einen komischen Namen, dann schauen wir uns doch mal Kürbis an. Okay. Du hast hier ein Geschirr? Genau. Der Kürbis läuft immer am Fußgeschirr, weil er halt recht stark zieht und man ihn doch gut unter Kontrolle halten muss, ja, weil er doch manchmal auf Männer gerade sehr ängstlich reagiert. Na dann, stellen Sie mal den Kürbis vor. Kürbis, jetzt gehen wir los. Ja, alles jetzt gut. Gehen wir los. Ganz brav. Ja, liebe Zuschauer, jetzt kann ich Ihnen den Kürbis mal ein bisschen genauer vorstellen. Es ist ja ein ungewöhnlicher Name für einen Hund, aber da der so rund ist und so griffig, kann ich mir vorstellen, dass die Besitzer eben gesagt haben, ach ja, wir wollen ihn Kürbis nennen. Was ist denn das für eine Rasse? Das ist ein Beagle, Englisch Bulldog Mischling und er hat auch von beiden Rassen die Eigenschaften, den Jagdtrieb und die Zeichnung vom Beagle und das ruhige, ausgeglichene vom Bulldog. Du hast ja einen richtigen schönen Stammbaum im Grunde genommen, oder? Ist ja. Das, ne? Dreh dich doch mal ein bisschen zu uns, wir wollen dich doch ein bisschen sehen. Komm mal rum, Kürbis. So, ja. Wie alt ist er? Kürbis ist 8 Jahre alt. 8 Jahre. Er ist halt etwas ängstlich, er hat sicherlich auch schon viel Unschönes in seiner Vergangenheit erlebt. Gerade bei Männern reagiert er halt dann wirklich manchmal schon so, dass er die eher abwehrt. Man merkt gerade, wenn ein Mann mit Stöcken kommt oder sowas. Ja. Also er hat mit Sicherheit Schläge bekommen in seinem Leben schon. Ja. Dabei bist du so ein schöner Kürbis. Ist ein herzensguter Hund, dem einfach seine Angst manchmal ein bisschen im Weg steht. Und auch sehr kräftig, deswegen hat er ja auch das Geschirr, dass man ihn wirklich... Genau. Der hat hier schon bestimmt 10 Kilo abgespeckt. Aha. Also wo der kam, sah der aus wie ein kleines Mastschwein. Mit Sicherheit deswegen auch der Name Kürbis. Ja, deswegen, weil man, es ist ja auch sowas, wenn man aus Liebe zu einem Tier was Gutes zu tun glaubt, aber wenn sie ihre Tiere überfüttern, ist das wie bei den Menschen. Sie haben Schwierigkeiten mit dem Kreislauf, sie können sich nicht mehr so bewegen. Also man sollte schon die Fütterungszeiten fest einhalten und gerade bei Hunden eben nicht noch ein kleines Leckerli und ach, du musst so schön. Nee. Die brauchen wie Kinder ihre feste Ordnung. Feste Zeiten, die brauchen ihre Gebote, die sie einhalten müssen und dann geht es denen besser. Genau. Den Kindern, den Tieren, uns auch. Und sie sollten wichtig halt auch die Leckerlis nicht einfach so fürs Liebgucken bekommen, sondern wirklich auch was dafür machen, mal einen Sitz oder einen Platz. Aha, so, als Belohnung. Genau, so kräftigt man gleich die Erziehung noch ein bisschen mit und kann dem Hund trotzdem was Gutes tun. Kürbis, komm. Komm rum. Komm mal rum. So ist fein. Also, du schöne braune Augen hast du, Kürbis. Ich fasse dich mal lieber nicht an, denn wenn er ein bisschen verunsichert ist, dann mich kennt er ja noch gar nicht. Genau. Ne? Man sieht weiß, das ist eine, die ist für mich da. Aber, liebe Zuschauer, wenn Sie sagen würden, so ein schönes Tier, da würde ich für den Hund da sein, würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Es würde uns schon Freude machen, wenn Sie durch diese Sendung angeregt werden, vielleicht sogar auch Freunde zu motivieren, Verwandte oder Bekannte zu motivieren und sagen, du bist doch immer so allein und du sagst, besucht mich keiner, dann holt euch ein Tier, egal ob das nun ein Kürbis ist oder Rambo oder wer auch immer, hier in diesem Tierheim in Langenberg gibt es ganz viele, 25 Hunde und dann hat man eben einen Gefährten. Und ist nicht mehr so allein. Diese Einsamkeit ist ja tagsüber geht's, wenn du alleine da liegst. Und wenn aber da im Nachbarzimmer oder am Fußende so ein Tier liegt, na dann bist du doch glücklich. Genau. Dann macht das Leben wieder ganz neuen Sinn. Das ist ein richtiges Familienmitglied oder ein neuer Freund, den man sich da nach Hause holt. Genau. Und Maddie wird Ihnen ganz genau erklären, was unser Kürbis braucht und was nicht. Die hat sich ja mit ihm beschäftigt, also dass sie auch nicht wieder einen Fehler machen und ihn zu viel füttern. Das ist ja auch überhaupt, was auch Tierärzte angeht. Ihr lasst die ja auch untersuchen natürlich. Achtet sehr darauf, dass die auch gesund sind. Genau. Wer zahlt denn die Rechnungen? Wir. Also das Tierheim bezahlt die Rechnung und wir finanzieren uns ja größtenteils aus Spenden und nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil, sage ich mal, unterstützen uns die Kommunen. Das ist, glaube ich, das Problem von allen Tierheimen. Herkommen und sagen, wir gucken uns mal Tiere an, nehmen Sie ein kleines Kuvert mit. So vielleicht ein Zehner, den Sie gerade noch so entbehren können. Und wenn ein paar mehr kommen, dann habt ihr wieder 2, 3 Tierrechnungen weniger zu zahlen. Genau. Denn so billig
sind die eben nicht. Und die Ärzte müssen ja auch von was leben. Das stimmt, ne? Das stimmt. Ganz umsonst können sie es uns geht's leider nicht. Sie machen schon manchmal ein Auge ja, zu. Ne? Ja. Das ist nett. Für euch, für Kürbis und Co. Da sehe ich jetzt Maddie mit einem ganz jungen Schäferhund kommen. Und das ist ein ganz toller Wildfang. Das, du bist ja ein toller Hund, ein toller Hund. Darf man anfassen? Man kann ja anfassen. Ein toller Hund bist du und lebendig, ganz, ganz lebendig. Wie heißt du denn? Wie das ist unser Wutz und der ist jetzt 8 Monate alt. 8 Monate alt, also fast noch ein Baby. Ja. Ah, und reinrassig? Er ist nicht reinrassig. Also wir vermuten schon, dass Schäferhund und belgischer Schäferhund drinsteckt. Schäferhund und belgischer, aha. Dementsprechend ist halt auch das Temperament. Also komm mal her. Ja, er will gefordert werden. Ja, du bist spielen, du hast dich vorhin schon so schön gewälzt. Du bist ein ganz toller Hund. Jawohl, du wirst noch viel größer. Ne? Ungefähr ein Viertel noch? Wahrscheinlich. Also es kommt schon noch ein Viertel dazu, ja. Und wie ist er zu euch gekommen? Er war ausgesetzt. Also ausgesetzt? Schon kann man denn dich aussetzen? Lief er einfach allein auf der Straße rum. Och, lief allein auf der Straße rum, das ist ja furchtbar. Aber jetzt fühlt er sich hier wohl. Jetzt ist er hier ein richtiger, toller Hund und verträgt sich auch gut mit anderen? Er verträgt sich gut mit anderen. Man muss halt wirklich als Mensch aufpassen. Er versucht jetzt gerade da in der Pubertät ein bisschen die Oberhand zu gewinnen. Na klar, das musst du doch. Das musst du doch, sonst wärst du doch langweilig. Du musst doch austoben, musst zeigen, hier bin ich. Ich bin eigentlich der Rambo hier. Und er fasst sich auch ganz wunderschön an. Da kriegt man Lust, ihn selber mitzunehmen. Aber man muss eben Zeit haben. Für Tiere braucht es einfach Zeit. Man kann nicht sagen, ach, das gefällt mir jetzt mal und nach 3 Monaten gebe ich ihn wieder ab. Das geht gar nicht. Nee, gerade in dem Alter wäre das halt fatal, wenn er jetzt schon nach kurzer Zeit zurückkäme. Er soll ja kein Wanderpokal werden. Ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man so einen Hund aussetzt. Das ist so ein schönes Tier. Und Schäferhunde sind ja eigentlich sowieso das deutsche liebste Hundetier. Aber du bist wirklich ausgesetzt worden. Aber ich hoffe sehr, dass da einer ganz schnell auf die Idee kommt und sagt, Schäferhund wollte ich immer schon haben. Jung ist er noch, kann sich an mich gewöhnen. Ne? Also ideal wäre er für Leute, die vorhaben, Hundesport zu machen oder ähnliches. Er ist super intelligent und er lernt auch wahnsinnig gern. Also da ist er wirklich mit Feuereifer dabei und wäre den ganzen Tag sicherlich dafür zu begeistern. Könnte ich mir vorstellen, liebe Maddie, dass ihr manchmal auch so ein bisschen Favoriten habt und ihr euch zusammennehmen müsst, um nicht vielleicht ein bisschen länger mit dem einen, den er lieber möchte, das zu spielen, als mit dem aber anderen. Man versucht schon, sag ich mal, das gerecht zu verteilen, die Zeit. Und man hat ja dann auch noch ein paar Fälle, sag ich mal, die so mit Fremden nicht spazieren gehen können, denen wir dann ein bisschen mehr von unserer Zeit abknapsen. Ja. Nehmt ihr manchmal einen Hund mit nach Hause, wenn es ihm nicht so gut geht? Wenn es dem nicht so gut geht, ja. Ansonsten haben wir ja alle zu Hause schon den einen oder anderen von Was hast du? Ich habe einen Golden Retriever Mischling und eine große Leonberger Mixhündin. Also bei mir sind die Plätze eigentlich voll und bei den Kollegen sieht es ähnlich aus. Aber du wirst jetzt sicher auch oft, wenn du mit denen dann unterwegs bist, angesprochen, ne? Ja, auf jeden Fall. Tut der was? Ja. Tut der was? Ist der häufigste Name. Tut der was? Man macht dann draußen immer ein bisschen Werbung und sagt, solche tollen Tiere sitzen auch im Tierheim bei uns. Du bist ja wirklich ein ganz besonders tolles. Du bist, also die würde ich am liebsten wirklich mitnehmen. So, der fasst sich auch so gut an. Wenn du so intelligent bist, dann könnte man mit dir ja einiges anstellen. Schau mal da ein bisschen in die Kamera, Schatze. Wir wollen dich doch zeigen. Nein, hat er jetzt keine Lust, aber wir haben dann noch ein paar Bilder. Bist so ein Lieber, so ein Kluger. Ja, wie war nochmal der Name? Wutz. Weil er ein wilder Wutz ist. Wutz, ein Wutz. Du bist kein Witz, du bist ein Wutz. Genau. Ja. Und du brauchst unseren Schutz. Ja, wirklich ein ganz, ganz wunderbarer Hund. Also natürlich gefällt er einem sehr, wenn man ihn so sieht. Ne? Viele unterschätzen halt wirklich, was der für Arbeit macht. Ja. Ja. Erzähl mal so bitte, was so ein Hund eigentlich an Arbeit braucht. Also er ist kein Hund, Fellpflege, der jetzt Fellpflege. Spazieren gehen, bei ihm muss man da durchaus am Tag 3 bis 4 Stunden Minimum einplanen. Ja. Bei ihm kommt dann wirklich noch dazu, dass er halt die Stubensauberkeit noch lernen muss. Naja, ist auch noch halbstark. Ne? Ja. Und es ist halt bei ihm auch, dadurch, dass er so intelligent ist, möchte er natürlich auch kopfmäßig gefordert werden. Also man sollte einplanen, eine halbe Stunde mit ihm auch, sag ich mal, geistig zu arbeiten, ihm Leckerlis zu verstecken oder halt einfach mal ein paar Trainingsübungen zu machen. Mhm. Also es ist kein Hund, der bei einer Familie einfach nebenbei läuft. Der Habt ihr in der Nähe eine Hundeschule? Wir haben keine Hundeschule, wir arbeiten mit unseren Hunden hier immer selbst, aha, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass auf vielen Hundeplätzen doch noch sehr viel geschrien wird und sehr laut gesprochen wird. Das wollen wir jetzt nicht ganz so. Wollt ihr nicht. Und kann dann eventuell auch jemand mal herkommen und sagen, ich habe einen Hund, mit dem komme ich gar nicht klar. Könnt ihr mir mal zeigen, was ich machen muss? Also wir können Tipps geben. Tipps.
Andererseits haben wir auch sehr, sehr gute Hundetrainer, sag ich mal, im Bekanntenkreis, die wir auch weiterempfehlen können. Und die kann man weiterempfehlen. Genau. Und es ist ja doch schade, wenn man so einen Hund, einen doch relativ wertvollen Hund hat und der nervt unentwegt, weil er eben nicht erzogen ist. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, so ein Tier braucht seine Ordnung. Ja, dann hoffen wir doch sehr, dass der Wutz vermittelt wird. Wutz, ich wünsche dir alles Gute. Wuff! Ja. Ja, liebe Zuschauer, das war's wieder mal mit Tierisch gut drauf. Ich hoffe, Sie haben das eine oder andere gefunden, wo Sie gesagt haben, ach, wusste ich noch nicht. Und wir setzen natürlich auf Sie, dass Sie nächsten Dienstag wieder einschalten, wenn es wieder heißt Tierisch gut drauf. Ich würde mich freuen, wie immer, Ihre Dorit Gäfler. Und Dankeschön, liebe Medi, bitte, bitte, dass du uns die ganzen wunderbaren Hunde gezeigt hast. Wir danken Ihnen. We'll be right back.